Schauspieler Christian Karmann gestern in Berlin. Der 49-Jährige kommt gerade aus der Tagesklinik, in der er seit 3 Wochen eine Reha macht. Man hat mir halt von vielen Seiten nahegelegt, mich darum zu kümmern, wie es auch im Kopf aussieht nach so einer Erkrankung und nach den Traumata, die ich erleben musste. Und damit ich das einfach angehe, habe ich findlich. Ich habe auch noch oft Taubheit in den Füßen. Die sind sehr druckempfindlich. Ich kann nicht lange stehen, auch nicht lange sitzen. Der Schauspieler besucht Anfang des Jahres regelmäßig seine pflegebedürftigen Eltern in Köln. Nach einem Besuchswochenende bekommt er Corona-Symptome. Ja, mir ging es immer schlechter. Das Fieber ist immer weiter gestiegen. Ich hatte dann teilweise 40 Grad Celsius. Und ich habe dann auch bei der Hotline 116, 117 angerufen beim Gesundheitsamt und gefragt, was wir machen können. Und dann haben die gesagt, ich kann noch nicht abgeholt werden, weil es geht erst, wenn ich wirklich nach Luft schnappe. Ich müsste zu Hause bleiben und versuchen, selber das Fieber runterzubekommen. 6 Tage bleibt er zu Hause und versucht, allein zurechtzukommen. Und am 18. März hatte ich mittlerweile 41 Fieber. Und dann abends mussten wir dann den Notarzt rufen. Und dann wurde ich dann abgeholt. Karmann wird ins Klinikum gebracht, kommt sofort auf die Intensivstation. Er muss direkt beatmet werden und schon am nächsten Tag wird er ins künstliche Koma versetzt. Bekannt wird er mit 13 Jahren als Benny Beimer in der Fernsehserie Lindenstraße. 15 Jahre lang ist er hier zu sehen. Danach spielt er in unzähligen anderen TV-Produktionen und Serien mit. Dann geht er auch andere Wege. Er gründet ein Café und macht sich selbstständig. Fürs Schauspielern hat er kaum noch Zeit. 2020 kommt Corona und er muss sein Café schließen. Wie für alle in der Corona-Krise war mein Jahr 2020 natürlich schon nicht toll. Und ich musste zudem zum Ende des Jahres 2020 mein Geschäft schließen. Und ja, aber 2021 hat noch alles getoppt. Und das wünscht man eigentlich keinem, was mir da passiert ist oder uns passiert ist. Knapp 3 Wochen liegt der 49-Jährige im Koma. In dieser Zeit stirbt sein Vater Gerd mit 80 Jahren an Corona. Der ist für mich natürlich eine Welt zusammengebrochen. Und ich war in meiner Situation da total verzweifelt und natürlich total traurig, dass ich mich von ihm nicht verabschieden konnte und mit ihm nicht nochmal gesprochen habe. Nach 17 Tagen im künstlichen Koma wacht Christian Karmann auf und ist ein anderer Mensch. Vor der Infektion stand ich mit beiden Beinen im Leben und danach war ich halt wie ein kranker Mann ans Bett gefesselt und total entkräftet. Es fing damit an, dass ich zuerst mal gar nicht sprechen konnte. Ich konnte nicht selber essen, konnte kein Besteck bedienen, konnte mich nicht waschen, konnte nicht auf Toilette gehen, konnte eigentlich nichts mehr. Er kann sich noch genau daran erinnern, als er sich zum ersten Mal gesehen hat. Natürlich war ich geschockt. Das ist natürlich ein Schlag. Ich habe alleine, wenn ich bedenke, wie grau und eingefallen ich aussah und dann mit meinen beiden Narben hier am Kinn und an der Wange sind von dem Tubus, der in meinem Rand steckte, wo ich halt die meiste Zeit oder mindestens 8 Stunden am Tag draufgelegen habe, bäuchlings. Und irgendwann, also muss nicht sein, aber kann sich halt durch den Druck auf die Haut, kann die Haut aufplatzen und bildet sich eine sogenannte Nekrose. Und diese Narbe ist von dem Schlauch, der den Sauerstoff in diesen Tubus reinführt. Und wenn man da die ganze Zeit drauf liegt, kann es halt passieren, dass die Haut aufplatzt. Und das ist bei mir halt vernarbt. Das Schicksal schlägt noch erbarmungsloser zu. Noch während der Schauspieler in der Reha ist, erliegt seine 79-jährige Mutter Ute ihrem Krebsleiden. Auch sie war zuvor an Corona erkrankt. Gesehen habe ich sie auch nicht mehr, aber wir haben wenigstens noch telefonieren können. Ihre Beerdigung will er auf jeden Fall miterleben und verlässt vorzeitig die Reha. Das war absolut wichtig für mich. Ich meine, man kann sich vorstellen, wenn man wacht auf aus dem Koma und der Vater ist schon beerdigt im kleinen Kreis,
dann will man natürlich zumindest die Mutter noch beerdigen. Während er versucht, wieder gesund zu werden, steigen die Infektionszahlen im Land erneut. Und die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen machen ihn ratlos. Er hat wenig Verständnis für Impfgegner oder unvorsichtiges Verhalten der Bürger. Ja, ich habe es ein bisschen aufgegeben, darüber wütend zu sein. Aber es macht mich einfach, es enttäuscht mich extrem und macht mich traurig, weil es wird so viel Energie auf Streiten, Demos und sich einander beschuldigen oder verantwortlich machen oder, wie soll ich sagen, sich sperren, wird vergeudet. Und gleichzeitig sind in Sachsen halt die Intensivstationen voll. Ich weiß nicht, wie man da die Leute noch überzeugen soll. Ne? Ich habe gestern wieder die Bilder von dieser Intensivstation gesehen. Und wenn ich dann daran denke, dass ich da auch so lag, da wird mir natürlich ganz anders. Die Bilder aus seiner Heimatstadt machen ihn sprachlos. Als ich die Bilder vom 11.11. gesehen habe aus Köln, da fällt mir nichts mehr zu ein. Also, was muss denn eigentlich noch passieren, bis die Leute begreifen, worin wir gerade stecken? Ich würde vielleicht den Leuten ans Herz legen, sich vielleicht noch mal Gedanken zu machen und vielleicht an meinem Beispiel zu sehen, es ist halt ein Roulette. Und es kann natürlich schwach verlaufen, aber es kann auch so wie bei mir halt zufällig einfach auf der Intensivstation enden. Oder sogar, wie es gestern jemand gesagt hat, geimpft, getestet, gestorben. Das sind die eventuellen 3 Gs, die in der Zukunft gelten.